Hi, mein Name ist Veronika und heute sind wir im ersten Bezirk im Restaurant Soprano zwischen der berühmten Wiener Staatsoper, dem Musikverein und dem Karlsplatz. Wir sind aber nicht nur von kulturellen Institutionen umgeben, sondern haben auch eine hervorragende Künstlerin zu Gast bei Spot On, die Cellistin Anna Topalovic. Du hast trotz deines jungen Alters sehr viel erreicht, schon sehr viele CD-Aufnahmen gemacht, Festivals organisiert. Hast du das alles alleine geschafft oder hattest du da Hilfe? Immer wieder natürlich. Von meinem Mann ganz viel, von meiner Schwiegermutter, von vielen Freunden, von Kollegen, von einem sehr guten älteren Freund, der auch meine Projekte immer unterstützt hat und der eigentlich immer an mich geglaubt hat. Und das ist, glaube ich, bei den Künstlern sehr wichtig, vor allem in den ganz jungen Jahren, wenn man so viel Konkurrenz hat. Und heutzutage kämpft man gegen die ganze Welt. Man hat das Gefühl, weil wir so vernetzt sind und es ist alles online und es ist alles in den Social Media, dass man nicht nur die kleine Umgebung oder eigene Stadt, eigene Szene als Konkurrenz hat, sondern die ganze Welt eben. Und Künstler sind sehr oft kritisiert und deswegen war das wichtig und ich finde auch für jede junge anstrengende Künstler ist es wichtig, dass man jemanden findet, an ihm glaubt, um weiterkommen zu können. Dein Mann ist ja auch Musiker, war er derjenige, der an dich geglaubt hat oder war da auch ein Konkurrenzgefühl da? Nein, da wäre ich nicht mehr verheiratet. Okay. Dein Cello ist ja nicht nur optisch und klangvoll wunderschön, sondern es ist auch ein Stück Geschichte, weil es ist aus dem Jahr 1815. Und das klingt immer ja wie eine Zahl, aber eigentlich, wenn man sich das vorstellt, zeitgleich, wo das gebaut wurde, hatte Napoleon wahrscheinlich eine Existenzkrise, weil er gerade eine Niederlage hatte. Wie fühlt sich das an, so ein Instrument zu spielen? Fantastisch. Das ist wie ein Kind für mich. Es ist mein Begleiter, eine Erweiterung von meinem künstlerischen Ausdruck. Es ist, natürlich denke ich nicht jeden Tag, dann, oh, das ist ein altes Instrument. Aber ich passe, also es ist so, ich passe schon auf, es ist so wie eben in einem Kind. Und darf ich so frech sein und zu fragen, was das gekostet hat? Beziehungsweise du hast es gesponsert bekommen, habe ich das richtig verstanden? Genau, das Instrument gehört mir nicht, sondern es ist von einer Privatstiftung und darf darauf spielen. Ich durfte es auch aussuchen, das war mein großes Glück, weil man normalerweise ein Instrument kriegt, was gerade verfügbar ist, ein Cello oder Geige oder so. Und dadurch, dass die Stiftung in dem Moment keine Instrumente hatte, beziehungsweise nur Geigen, wollten sie ein Instrument noch kaufen und mir dann zum Spielen geben. Und da waren wir im Konzerthaus, in Mozartsaal und haben dann mehrere Celli, ich habe mehrere Celli gespielt, auch mit einer Kollegin von mir am Klavier, um Balance zwischen Klavier und Cello zu hören. Und da waren auch ein paar Freunde dabei, die zugehört haben und die Stiftung selbst. Und wir haben uns alle eindeutig für das Instrument entschieden, für das Galliano. Und wie kommt man dazu, also, oder welche Bedingungen muss man erfüllen, dass man eben so ein Instrument gesponsert bekommt? Weil das kann ja nicht einfach jeder hingehen und sagen, ja, ich brauche ein Cello, oder? Man kann es mittlerweile mieten, das gibt es auch, aber die alten Instrumente, die sind wirklich unbezahlbar für junge Studenten oder so. Sehr selten gibt es Familien, die sich das leisten können. Aber es gibt einige Menschen, die es eben die Instrumente kaufen können, sind mehr und mehr Institutionen, so wie Bank Austria zum Beispiel. Als junge Künstler sollte man vielleicht Wettbewerb gewinnen oder sich irgendwie bekannt machen, erfolgreich werden und
dann könnte man schon ein Instrument bekommen. Von Privatpersonen, für die ist es auch wichtig, dass die Instrumente gespielt sind, weil wenn sie stehen, verlieren sie etwas an der Seele, an der Freiheit, also sind ein bisschen verschlafen dann. Aber ich würde trotzdem gerne eine ungefähre Zahl hören. Was ist das wert, das Cello? Das darf ich für das Instrument nicht sagen. Aha, okay. Schade. Teuer. Teuer. Also man kann im Allgemeinen sagen, als Künstler, normaler Künstler, sag ich jetzt mal, jetzt nicht weltbekannt und Millionär, ist es eigentlich unleistbar, oder? Das ist, ja, es würde gehen für manche. Okay, man müsste lange sparen, kann man ja, das sehr sagen. Lange. Okay. Und du bist ja auch international aufgetreten und da muss das Cello mit, aber warum? Warum kannst du nicht auf einem Cello spielen, das du von dort bekommst, sondern nimmst es mit? Ich meine, ein Pianist schleppt sein Klavier auch nicht ins genau. Ausland. Ja. Aber bei Klavier ist es ein Unterschied, du hast die Klaviatur und die Tasten sind immer gleich groß. Und natürlich plagen sich viele Kollegen, viele Pianisten damit, dass sie ein schrecklich schlechtes Instrument bekommen oder so. Und sie müssen sich immer einspielen und das ist Teil deren Ausbildung. Wie passe ich mich an ein unbekanntes Instrument an? Bei Streichinstrumenten ist es viel persönlich, also es ist viel eine intimere Klangerzeugung. Und stell dir vor, du musst es singen und plötzlich hast du den Körper von jemand anderem. Ja? Ja. Gruselig, ja? Ja, das stimmt. So fühlt sich das auch für mich an, weil das ist, die Instrumente sind so komplex, wie sie den Klang erzeugen, also viel komplexer wie beim Klavier, beziehungsweise wie beeinflussen viel mehr den Klang. Und da, natürlich könnte ich auf einem fremden neuen Instrument spielen, aber dann müsste ich wahrscheinlich so um eine Woche drauf spielen, um mich anzupassen. Ja, wir haben ja schon gehört, dass du sehr heikel bist, was das Instrument angeht, dass du sehr darauf aufpasst. Ich schätze mal, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, wirst du es nicht als Gepäck aufgeben, oder? Oh Gott, das wird funktioniert das? Weil sonst die Leute, ist egal, was es ist, Instrument ist wurscht. Wie funktioniert das? Was machst du? Das funktioniert sehr kompliziert, es ist sehr schwer und wird immer schwerer, habe ich den Eindruck. Ich muss immer ein extra Ticket kaufen. Ein Waldestello kommt mit mir rauf in die Kabine. Und auch wenn es für manchen Flugmodellen oben passen könnte, ist das nicht erlaubt wegen der Größe. Und es muss auf einem Sitzplatz sein, neben dem Fenster. Also das Mr. Cello kriegt immer einen Fensterplatz. Ja. Und bei manchen Airlines ist es so, dass man sogar 3 Tickets kaufen muss. Weil die erlauben nicht, das Instrument so hoch zu stellen, sondern es muss liegend transportiert werden. Ich kann wirklich ein Buch darüber schreiben. Wie es gibt zum Beispiel bei Swissair war das einmal, wo sie den ganzen Sitzplatz wegmontiert haben und ein komisches Netz da gegeben, damit das Cello mehr Platz hat. Oder einmal in den USA, wo Celli nicht erlaubt waren wegen der Länge. Okay. Aber das stimmt ja gar nicht, das Cello passt total locker hinein. Es ist eh nicht, ich meine, es ist Menschengröße, Kind-Menschengröße. Genau, es kann ein bisschen hinunterrutschen, also nicht wirklich auf dem Sitzplatz sein und dann geht das wirklich locker. Mhm. Aber ich musste sagen, das ist eine ungarische Viola. Ich habe es einfach so ausgedacht, damit sie mich reinlassen. Ja. Weil Celli an sich nicht erlaubt. Und ungarische Melodie, ja, das geht. Ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit einer Opernsängerin, mit Milena Rasowska, und sie hat mir erzählt, dass Agenten und Agenturen etwas eigentlich Unumgängliches sind, wenn du in der Opernwelt aktiv bist, dass du das wirklich brauchst, unter anderem auch, um an Jobs zu kommen. Ist es bei euch genauso? Ja, in den meisten Fällen ja schon. Also große Konzerte zu bekommen, in großen Orchestern, in großen Häusern, größeren Festivals, das geht fast ausschließlich durch Agenturen. Und das sind so ein paar, die ganz großen, die ihre Künstler haben. Dann gibt es die kleinen, die man eher bei den kleineren Festivals, kleineren Veranstaltungen
zuständig ist. Aber es gibt auch mehr und mehr, habe ich den Eindruck, mehr und mehr Veranstalter, die direkt mit den Künstlern arbeiten wollen. Auch bei den Künstleragenturen gibt es mehrere Formate. Da gibt es solche, die einen Retainer nehmen und dann auf Prozente arbeiten, und die anderen, so leider immer mehr, die ein Honorar, also monatliches Honorar verlangen, also einen Stundenlohn oder so, im Voraus. Das kauft man quasi als ein Paket. Also okay, ich schicke jetzt 20 E-Mails für dich und mache 5 Telefonate. Und du zahlst 300 Euro, sage ich mal. So. Und es ist keine Garantie, dass du irgendwas bekommst als Musikerin. Also zahlst du eigentlich so, wie wenn du ins Casino gehst, weil du hast keine Ahnung, ob du das zurückbekommst oder nicht, oder? Vielleicht hast du beim Casino mehr Chancen in dem Fall, wow, okay, als bei solchen Modellen. Ich habe ein Zitat von Otto Schenk zu dir da. Er hat geschrieben: Als ich die Freude hatte, Anna Topalovic zu hören, war ich sofort begeistert und gebannt von ihrem geradezu magischen Können. Sie war so eins mit ihrem wunderbaren Instrument, entlockte ihm alles Schöne, Echte und Dämonische. Von einer musikalischen Selbstverständlichkeit und Klangfreude, wie ich sie noch selten gehört hatte. Dass ein Cello auch noch dann Humor hat, habe ich bisher nicht gewusst. Dieses Zitat zeigt, wie vielfältig du bist und wie vielfältig das Instrument ist, auf dem du spielst. Und das erinnert mich an ein neues Projekt von dir, und zwar das Projekt Multicello. Könntest du erläutern, was es genau damit auf sich hat? Ja, das ist letztes Jahr entstanden. Ich wollte das eigentlich schon seit der Ewigkeit machen. Eigentlich mein Instrument durch die Live Electronics zu erweitern. Aber ich wusste noch nicht, wie ich das erreichen werde. Ich habe ähnliche Sachen bei den Popkünstlern oder bei der Unterhaltungsmusik gesehen. Ganz einfach erklärt, also das ist ein Live-Looping. Ja. Aber das war mir zu einfach für das, was ich erreichen wollte. Ich wollte wirklich ein polyphonisches Instrument aus dem Cello machen. Polyphonisch heißt, dass so wie ein Klavier mehr Stimmen gleichzeitig spielen kann, oder wie ein Ensemble, also einfach unabhängige Melodien oder Rhythmen oder Effekte spielen kann, dass ich das alles in einem Live-Setting auch machen kann mit meinem Cello. Und ja, das war nicht leicht zu finden. Und das war tatsächlich so wie ein neues Instrument zu lernen für mich, um ähnlich Gefühl zu haben, okay, jetzt habe ich das gefunden, das ist meine Zukunft, das ist, was ich die nächsten 20, 30 Jahre machen möchte. Das klingt meiner Meinung nach wahnsinnig cool in der Theorie. Wärst du auch bereit, es praktisch uns hier ganz persönlich und unseren Zuschauerinnen vorzuführen auf dem Cello? Ja, sehr gerne. Super, da würde ich mich freuen. Ja. Ich habe ein Zitat auf Facebook von dir persönlich auch gefunden. Und zwar hast du geschrieben: Mit meinem neuesten Equipment bin ich in der Lage, mein Instrument zu einem ganzen Ensemble zu erweitern, was du eben gerade erzählt hast. Und das alles passiert in einer Live-Performance. Ich arbeite und experimentiere jeden Tag, um die neuen Farben zu entdecken, die ich seit so langer Zeit sehe und höre. Was für Farben? Erklär mir das bitte. Genau, das hat mit meiner Synästhesie zu tun. Ich bin eine visuelle Synästhetikerin, das heißt, ich sehe Farben, Formen, die sich bewegen im Raum.
wenn ich Musik höre. Und ich wollte schon sehr lange das umsetzen. Ich wollte schon lange das dem Publikum zeigen. Und es kommt bald auch ein Projekt, wo das genau gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass meine erste Liebe Malerei war, noch vor der Musik. Und da werde ich das ein bisschen wieder hineingreifen in diesem Pool und werde selbstgemachte Illustrationen von dem, was ich sehe, zusammen mit der Musik, auch teilweise meine Musik, im Publikum präsentieren. Das wird dann im Herbst kommen. Ich werde auf jeden Fall hinkommen. Ich hoffe, ihr auch. Darauf setze ich. Und ich möchte mich bei dir herzlich bedanken für dieses Interview. Wir haben noch eine Kleinigkeit vom Team für dich vorbereitet. Das ist schon eine Tradition. Diese Blumen. Das ist total süß. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch an euch fürs Einschalten. Ich würde euch gerne darauf hinweisen, dass wir einen Instagram-Account haben, auf dem wir regelmäßig Behind-the-Scenes posten, Stories, in denen ihr seht, wen wir gerade interviewen, was noch in Planung ist und was schon war. Und ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt, wenn ihr dieses Video liked, falls es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.